Geboren bin ich hier in Jena 1950, habe meine gesamte Schulzeit hier in Jena verbracht, dann später meine Lehre bei Zeiss begonnen und bin auch immer bei Zeiss geblieben. Wie war deine Kindheit, Jugendheit? Eigentlich unbeschwert. Wir haben Verwandtschaft auf dem Dorf, wo wir im Grunde am Wochenende aufs Dorf gefahren sind, zur Schwester von meinem Vater und zu seinen Eltern. Und auf dem Dorf konnten wir unbeschwert im Grunde genommen unsere Kindheit genießen und hat sich auch niemand um uns kümmern müssen. Wir sind nach dem Frühstück raus und kamen abend irgendwann wieder, weil wir Hunger hatten. Aber ansonsten haben wir uns frei bewegen können. Was Sie engagiert mit die ganze der politische, sagen wir, die FDJ, die Sport, und wie war die deine Familie in engagiert mit die ganze System von der DDR? Die Zeit, als wir ja Erwachsener wurden, also von der Schulzeit und solange wie wir Pioniere waren und so, haben wir ja ganz gut in das System gepasst. Als wir dann zur FDJ gehen sollten, habe ich das erste Mal eine Auseinandersetzung gehabt, weil ich ja auch Konfirmation gemacht habe, also in die Kirche gegangen bin, konfirmiert war. Und da kamen die ersten Auseinandersetzungen zum System DDR. Und das betraf sowohl meine Geschwister wie auch mich und meine Eltern. Ich wissen. Und Sie sind zufrieden mit Ihrer Kindheit und wie der Jugendheit, wie sozusagen, wie Sie auch gewachsen sind. Also mit meiner Kindheit und mit meiner Jugend bin ich sehr zufrieden. Ich bin auch mit meinen späteren Entwicklungen in meinem Leben zufrieden gewesen. Von da gab es bis zum Zeitpunkt der 80er Jahre relativ wenig Probleme. Was sich dann geändert hat, weil meine Geschwister sind in Jena in der Bewegung Schwerter für Pluhgschar aktiv gewesen, also insbesondere in der jungen Gemeinde. Und damit waren die Oppositionelle. Und dann begann also der Zeitpunkt, wo wir als Familie durch Stasi überwacht wurden und mehr Diskrepanz zum System DDR bekommen haben. Und beruflich, was haben Sie gelernt? Ich habe ja bereits 1965, also in der 9. Klasse, eine Lehre bei Carl Zeiss begonnen. Habe gelernt den Beruf eines Vorfertigungsmechanikers. Der große Vorteil war, dass ich nach Abschluss der 10. Klasse nur noch anderthalb Jahre lernen musste und war dann im Grunde Facharbeiter. Und die Philosophie allerdings zu dem Beruf, dass man in verschiedenen Fertigungsverfahren ausgebildet wurde und später mal in einem Nest Einzelteile machen sollte, diese Philosophie hat sich nicht bestätigt. Man blieb halt in dem Bereich, in dem man zum Schluss gearbeitet hat. Bei mir war das Drehen und so blieb ich halt Dreher. Aber in die gewählt für diese Berufe war deine Idee oder wie es gekommen mit die Idee, die dort zu Ja, Zeiss ist damals in die Schulen gegangen und hat im Grunde genommen Werbung gemacht. Und so bin ich in der Schule aufmerksam geworden, dass ich da schon meinen Berufswunsch wählen konnte. Meine Eltern haben davon gar nichts gewusst. Ich habe irgendwann meiner Mutter gesagt, als die mich fragte, was willst denn du mal werden, brauchst dir keine Sorgen machen, du kriegst jetzt irgendwann von Zeiss Post. Ich habe schon einen Vertrag unterschrieben. Okay, so das war. Und wie war dein Arbeit, was ist deine Arbeit bis die Wende? Was Sie gemacht haben, was ist, waren Sie zufrieden von dieser Arbeitssituation und wann können Sie mir erklären? Als ich gelernt hatte, bin ich ja unmittelbar, nachdem ich ausgelernt habe, zur Armee gegangen für anderthalb Jahre, dann wieder zu Zeiss zurückgekommen. Die ersten Jahre waren schwierig. Also wir haben ja im Leistungslohn gearbeitet, im Akkordlohn, und ich habe die Leistung am Anfang nicht gleich geschafft, war da auch nicht zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Hatte überlegt, das Unternehmen zu wechseln, aber im Laufe der Jahre habe
ich mich also dann immer kontinuierlich verbessert, auch durch Kollegen, die mir dann geholfen haben oder gezeigt haben, wie bestimmte Fertigungsverfahren einfacher zu machen gehen. Und so habe ich mich kontinuierlich zu einem Facharbeiter entwickelt, der dann auch Zuspruch im Bereich hatte. Ich war also über viele Jahre dann auch Vertrauensmann in dem Bereich. Und mit der Einführung moderner Technik, also zunächst NC und später CNC-Technik, habe ich dann mich auf diese neue Herausforderung qualifiziert, war zum Schluss zur Wendezeit Vorarbeiter für CNC-gesteuerte Drehmaschinen. Ja. Ne, also so habe ich im Grunde genommen fast 25 Jahre meines Berufslebens im Bereich der Vorfertigung verbracht. Und wie war die Situation mit in der Firma, mit den anderen Mitarbeitern, mit die ein Teil von der Firma, der in West war und die. Ja, die Verhältnisse zu Zeiss in Westdeutschland waren bedingt immer, ob man familiäre Verbindungen hatte oder nicht. Ich hatte, der Bruder meiner Mutter war 1956 nach Zeiss Oberkochen gegangen. Und von daher hatte ich immer im Grunde genommen ein bisschen Kontakt zu dem, was bei Zeiss West passierte. Und die Mitarbeiter, die also Kontakte in die BRD hatten oder die speziell Kontakte zu Zeiss hatten, ne, die haben natürlich in ihren Bereichen berichtet. Ansonsten war das Thema eigentlich im Betrieb tabu. Es gab viele andere Themen, weil sich natürlich die Mitarbeiter hier auch gegenseitig geholfen haben, sich unterstützt haben, wenn es irgendwelche Probleme gab oder wenn wegen Mangelwirtschaft irgendwas nicht zu erreichen war, dann hat man sich gegenseitig geholfen. Es gab also einen großen kollektiven Zusammenhalt. Und wo war sie, wenn die Mauer fällt? Ja, das war eine ganz interessante Sache. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt in drei Schichten gearbeitet und hatte in dieser Woche am 9. November Nachtschicht. Okay. Und ich habe sehr wenig früh morgens geschlafen und habe mich dann abend meistens so gegen 18, 19 Uhr noch mal ein bisschen hingelegt und habe noch ein, zwei Stunden geschlummert. Und plötzlich trommelte es an unserer Wohnungstür zu Hause. Freunde aus dem Haus kamen runter und haben die Grenze ist auf, die Mauer ist gefallen und man kann jetzt nach Westen fahren und wir müssen feiern. Und naja, dann haben wir kurz mit dem Gläschen Sekt angestoßen, aber ich bin dann abend in meine Nachtschicht gefahren. Ne? Und um Mitternacht klingelt das Telefon und mein Bruder aus Mainz rief an und fragte, wieso bist du noch nicht unterwegs, die Mauer ist doch offen. Ne? Und da habe ich gesagt, jetzt sollen mal die fahren, die bisher noch nicht da waren, ich mache erstmal meine Schichten zu Ende. Und was ist danach passiert, beruflicher Seite und auch persönlicher Seite? Was? Ja, zunächst war ja im Grunde genommen hier in Jena nach der ersten Euphoriewelle die Frage, wie geht es mit Carl Zeiss weiter? Und dieses, was wird aus Zeiss und wie geht es mit Zeiss, hat auch mich mit erfasst dann. Ich war ja auch auf der Straße, wollte Veränderungen. Und so habe ich in den 90er Jahren dann eine Veränderung gemacht. Ich habe nach 25 Jahren im Bereich der Vorfertigung hier in Jena für den Betriebsrat kandidiert. Und bin dann auch gewählt worden, wurde 1992 der erste gewählte Betriebsratsvorsitzende bei der neu gegründeten Carl Zeiss Jena GmbH. Und habe im Grunde genommen damit nach 25 Jahren in der Fertigung nochmal ein völlig neues Betätigungsfeld betreten. Denn ich kannte weder eine Betriebsverfassung, noch kannte ich das Betriebsverfassungsgesetz, noch die deutsche Gesetzgebung mit allem dem, was das Arbeitsrecht beinhaltet. Also es musste ich alles mit lernen. Ich habe noch nie ein Büro geführt, war also als Vorsitzender ja auch verantwortlich für die Leitung des Gremiums. Also musste ich mich hinsetzen, musste lernen. Bin also bei vielen Seminaren gewesen, um sowohl dieses Thema Leitung eines Betriebsrates, Gespräche, Verhandlungsführung mit Geschäftsführung und natürlich die Grundlagen der Betriebsverfassung. Das musste ich alles erstmal lernen. Veränderung passiert ist. Sie haben es gefragt, die Firma hat gesagt, wir brauchen jemanden. Nein.
Es gab ja in der DDR im Grunde genommen eine Steuerung in den Betrieben durch die Partei oder die Betriebsgewerkschaftsleitung. Die Betriebsgewerkschaftsleitung war ja sehr nah an der Partei angelehnt. Und wir wollten jetzt mitbestimmen, haben gesagt, wir wollen also im Betrieb mit Verantwortung übernehmen, mitgestalten. Und die Betriebsverfassung, die ja in der Bundesrepublik schon gegolten hat, ne, die hat uns im Grunde genommen dann die Grundlage gegeben, dass neben der Geschäftsführung eine Vertretung der Belegschaft arbeitet, die im Grunde genommen mit der Geschäftsführung zusammen die Geschicke für das Unternehmen bestimmt und reguliert. Das hat mich gereizt, das wollte ich, und dafür habe ich mich dann entsprechend qualifiziert. Aber man muss sich ja im Grunde genommen alle 4 Jahre einer Belegschaft zur Wahl stellen. Ja, und wir hatten ja in den 90er sehr schwierige Jahre mit nochmal erheblichem Personalabbau. Und da ist es schon erstaunlich, wenn ein Betriebsrat, der also mit in der Verantwortung für das Unternehmen steht, dann im Grunde genommen immer ein deutliches Votum für seine Arbeit bekommt. Und ich bin halt in den ganzen Jahren immer wieder bestätigt worden als Betriebsrat, sodass ich also auch gespürt habe, ich habe eine Anerkennung in der Belegschaft für das, was wir machen. Ne? Früher hat sie gesagt, dass Jena ist eine kleine Stadt, so Jemen kennt Jemen. Ja. Wie war mit den Leuten, die zum Beispiel in neues Firmen, in neues System nicht passiert sind? Ja, wir haben ja in Jena im Grunde genommen einen Verlust an Arbeitsplätzen in der Größenordnung von 18.000 bis 20.000 Menschen gehabt. Und ein erheblicher Teil dieser Menschen hat nie wieder eine Perspektive gefunden. Und die sind natürlich verbittert. Ich habe mal in den 90er Jahren gesagt, diese Wunden, die diese Wiedervereinigung hier in der Stadt gerissen hat, die werden 1-2 Generationen brauchen, bis die tatsächlich mal verheilt sind. Und man kommt mit denen, die sich als Verlierer sehen, auch schwierig in Gespräche und denen zu zeigen, es hat auch eine Entwicklung gegeben, die sehr positiv sowohl für die Stadt wie auch für viele Leute waren. Denn wenn Sie mal in Jena sich in der Landschaft umschauen, es gibt viele neue Unternehmen, die gegründet wurden von Zeissianern, die also bei Zeiss keine Perspektive mehr und die was Neues gemacht haben und auch wieder neue Arbeitsplätze geschaffen haben. Ne? Und deswegen sprach ich auch heute davon. Und es gibt natürlich zu dieser Wende Gewinner und Verlierer. Ne? Und viele, viele Menschen haben einfach zu den Verlierern gehört. Und die Wunden, die heilen halt ganz schwer. Ne? Und was ist jetzt heute deine Erinnerung von DDR-Zeit? Oder es gibt etwas, das ist verloren von der DDR-Kultur, und was vermissen Sie von dieser Zeit? Also in der DDR gab es einen sehr großen Zusammenhalt in den Belegschaften der Mitarbeiter zueinander. Ne? Also man hat sich unwahrscheinlich gern geholfen. Es gab viel sogenannte Kollektivarbeit, wo man auch gemeinsame Reisen gemacht hat, wo man sich auch nach der Arbeit noch getroffen hat. Und dieses ist im Grunde genommen mit Wendezeit Stück für Stück verloren gegangen. Heute sind doch viele, die schauen, dass sie ihr eigenes Leben in den Griff kriegen, dass sie im Grunde genommen für sich selber bestimmen, wie gemacht. Dieses Kollektive, das ist ein Stück verloren gegangen. Was mich extrem beschäftigt, ist, dass wir derzeit wieder so sehr viele Strömungen haben, die so Richtung Nationalsozialismus gehen. Ne? Das hat es in der DDR auch gegeben, das wollen wir gar nicht verheimlichen, aber deutlich im Untergrund und nicht in diesen Ausmaßen. Und es gab einen viel größeren Respekt zu Personen, die also im Grunde genommen für die Ordnung zuständig waren, also sowohl Lehrer wie Polizisten, wie Sanitäter oder Ärzte und dergleichen, wo ich heute eine Verrohung in dieser Gesellschaft feststelle, die ich so nicht kannte und die mir schon Sorge macht. Was denken Sie, warum diese Bewegung, wo kommt diese Bewegung und warum die Leute sie gehen in eine Richtung, das ist auf jeden Fall Gegenteil, die Richtung von
was die DDR war. Ja, also wir haben ja eine Strömung, die in den neuen Bundesländern deutlich stärker ist, als wir die in den Altbundesländern, also in Altwestdeutschland haben. Und das hat was damit zu tun, dass halt so sehr viele Menschen das Gefühl haben, dass sie auf diesen Weg in dieses vereinigte Deutschland nicht mitgenommen worden sind, dass sie im Grunde genommen vernachlässigt wurden. Und natürlich spielt da schon eine Rolle, dass im Grunde genommen so eine Entvölkerung in den ländlichen Räumen passiert. Ne? Also gerade wenn wir Sachsen nehmen oder Mecklenburg-Vorpommern, wie viele Gegenden wir dort haben, die so langsam vereinsamen, ne? Weil die Jugend abwandert, die älteren Leute hochgradig unzufrieden sind und das sind dann die, die also zum Beispiel in einer AfD oder NPD nachlaufen. Denken Sie, dass es gibt ein Teil von der neuen Gesellschaft, die Leute hier in Thüringen oder auch in Sachsen allein verlassen? Nein, das denke ich nicht. Okay. Und was denken Sie jetzt über die Wiedereinheit? Also zunächst mal selber bin ich natürlich froh, dass es diese Wiedervereinigung gegeben hat, dass sich die Welt für uns geöffnet hat, dass wir Dinge, für die wir im Grunde genommen nie richtig Vorstellungen hatten, heute erleben können. Wir können reisen, wir können uns sprachlich bilden, wir können uns Kulturen anschauen, die uns vorher völlig fremd waren. Also da hat sich der Horizont deutlich geöffnet. Wenn ich Zeiss anschaue, wir hatten sehr schwierige Jahre, insbesondere in den 90er Jahren, als wir hier noch in Jena zweimal Personalabbau machen mussten, als wir keine Verantwortung für Geschäfte hatten. Und das hat sich aber dann kontinuierlich ab 2000 verbessert. Wir haben andere Strukturen gekriegt, wir haben Verantwortung gekriegt. Und wenn ich mir heute Zeiss anschaue, dann sage ich, es hat sich doch gelohnt, alles das, was wir in den 90er Jahren vorbereitet haben und in 2000 dann noch ein Stückchen vervollkommnet haben, dieses zu machen. Und Zeiss ist ja heute ein Unternehmen, wo man mit Stolz blicken kann. Also ich kann mich immer nur unserem Vorstandsvorsitzenden Dr. Kaschke anschließen, der anlässlich des 200. Geburtstag von Carl Zeiss gesagt hatte, wenn Zeiss heute auf sein Unternehmen schauen würden, dann wäre er sicherlich sehr stolz. Ne? Und ich denke, das kann man mit Fug und Recht sagen, die Entwicklung, die Zeiss ab 2000 genommen hat, die ist wirklich fantastisch. Und da, auch wenn ich jetzt schon einige Jahre nicht mehr aktiv im Unternehmen arbeite, bin ich immer stolz, wenn ich über Zeiss lese und wenn ich nun höre, dass man am Standort in Jena über 300 Millionen investiert und so, da freue ich mich schon drauf, dann nochmal die neuen Werke mit zu besichtigen. Und also ich bin schon stolz auf das Unternehmen.